Herzlich willkommen zum Schritt 35. Jetzt sind wir mit dem Programmieren fertig. Und jetzt wollen wir nur noch sehen, dass der EA auch wirklich funktioniert. Und dazu gehen wir jetzt erstmal in den Terminal, in den MT4 Terminal und rufen unseren Strategietester auf. Strategietester ziehe ich immer vor dem Test auf dem Demokonto. Einfach um wirklich zu sehen, funktioniert es so, wie wir uns das gedacht haben oder nicht. Also wir wählen hier den MFX Maxing aus. Wie gehabt, steht für Mindful FX, unser Firmenname, und dann Moving Average Crossing. Und wählen wir einfach mal ein Symbol aus, auf dem man laufen soll, Euro-Dollar. Hier können wir jetzt heraussuchen, jedes Ticksignal oder Kontrollpunkte oder Open Price. Jedes Ticksignal ist am genauesten, also wenn Sie auf Ergebnisse testen, also wirkliche Trading-Ergebnisse, dann würde ich Ticksignal bevorzugen. Ist dann immer noch mit Vorsicht zu genießen, aber ist auf jeden Fall die beste Modellierung. Kontrollpunkte wähle ich sehr, sehr gerne, um einfach zu sehen, funktioniert der EA so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, noch nicht auf Ergebnis, sondern einfach nur auf Funktionalität. Dann versuchen wir mal im M5-Chart, also im 5-Minuten-Chart mit dem derzeitigen Spread. Also bei Euro-Dollar jetzt hier in diesem Konto 2,6 Stellen, 2,6 Pips. Nehmen wir mal ein Datum. Ich habe jetzt hier mal den 10. März 2014 bis zum 10. August. Also das ist nächster Sonntag rausgewählt. Und visuellen Modus schalten wir an. Dann sehen wir nachher, dann sehen wir wirklich, wie der EA handelt. Das ist immer ganz spannend zu sehen. So, bei Experteneigenschaften könnten wir jetzt einstellen den EMA lang, den EMA kurz, unsere Handelslots, wie viel Stop-Loss wir eingeben, wie viel Take-Profit, die Magic-Nummer. Das für den Test hier noch 20.000 Euro nehme ich jetzt einfach mal als ursprüngliche Kapitaleinlage. Mit 0,1 Lots, also 10.000er Lots, das ist ein ganz verhältnismäßiger Hebel, also ein Hebel von 0,5, also sehr konservativ. Die Optimierung brauchen wir nicht, auch hier die Spalten Anfangswert bis Stopp brauchen wir nur, wenn wir eine Optimierung fahren. Jetzt schauen wir uns erstmal nur die Funktionalität an. Also, Symboleigenschaften, Chart öffnen, Experten ändern, können wir auch außen vor lassen. So, und dann gehen wir einfach hier auf Anfangswert und dann poppt hier das neue Fenster auf. So, und jetzt sehen wir hier, jetzt bewegt sich hier. Das ist so, wird es modelliert mit den Kontrollpunkten und handelt Schritt für Schritt. Und jetzt schreiben wir uns mal die Moving Averages dazu. Also 50er, periodisch simple, machen wir in Rot. Und wir schalten uns dazu den 200er. Und den machen wir jetzt Aqua. Und dann sehen wir mal, was hier passiert. Jetzt läuft es ja relativ langsam. Um das schneller zu machen, können wir hier diesen Hebel beim visuellen Modus schneller machen. Er geht bis 32. Ich weiß nicht ganz genau, was die Skalierung bedeutet. 31 ist fast super schnell. Also ist immer ganz angenehm. 32, also die schnellste Rechnung. Da geht er richtig ratzfatz, aber dann sehen wir nicht, was er tut. Und jetzt lassen wir den einfach hier mal laufen. Und wir sehen hier, jetzt kommt gleich hier das Crossing. Aha, boom, jetzt ist, aha, sehen wir. Also zum Schluss dieser Kerze war das Crossing dargestellt. Und dann ist er hier beim Ask-Kurs, also das ist ja die Bitlinie, die wir hier sehen, und geht ein bisschen höher. Natürlich zum derzeitigen Ask geht er rein. So, und jetzt warten wir einfach, bis er ein weiteres Signal bekommt. Und das spule ich jetzt einfach ein bisschen vorwärts. So, und hier kann ich den auch anhalten und dann zurückscrollen. Jetzt haben wir das gesehen. Also hier war unser ursprünglicher Einstieg. Da ist er long gegangen bei 0,1 Lots. Und
Hier hat er zum Schluss dann das nächste Sell-Signal bekommen. Da hat er dann einerseits geclosed, das ist das blaue Dreieck, und den zweiten Deal hat er aufgemacht. Ja, also scheint das ganz so gut zu funktionieren. Wenn wir es genau, wenn wir es jetzt noch zu Ende laufen lassen wollten, dann könnten wir hier einfach das vorlaufen lassen, dann geht das ganz, ganz schnell. Eben bis zu dem Datum, bis zu dem wir das eingeschaltet haben. Ja, das ist es schon und dann ist es getestet. Jetzt können wir hier bei den Ergebnissen noch sehen, die einzelnen Deals. Also erst geht er hier auf den Buy-Deal, dann modifiziert er den Buy-Deal im selben Tick noch um den Stop-Loss und dann im nächsten Schritt noch um den Take-Profit. Und dann sehen wir, wenn er das Gegensignal bekommt, schließt er den Deal und macht gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt, 13:10 Uhr, am 10.3. macht er die Gegenposition auf. Also wunderbar, funktioniert hervorragend. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie man den EA nun auf einem Live-Chart live schalten. Bis gleich. Tschüss.